Ja, mit dem Narzissten ist man ja nie alleine und der hat ja immer seine Energiequellen und ja, er hat auch seine Hauptenergiequelle, das ist dann die sogenannte Freundin, aber er guckt halt trotzdem, dass er noch nebenbei andere Kontakte hat. Kontakte von früher oder dann auch Kontakte, die er auch so immer wieder aufbaut. Ja, weil er Frauen einfach als Energiequellen nutzt und missbraucht. Und er emotionalisiert sie einfach, damit sie dann auch besser für ihn funktionieren. Er verspricht ihnen dann alles Mögliche und was weiß ich. Und er hat es auch ziemlich gut drauf, ne? Also, ja, der hat dann einfach auch alle möglichen Manipulationstechniken drauf. Und so springen einfach dann auch, ja, die Frauen auf ihn an. Und ja, und als Energiehauptquelle, also als Freundin in Anführungsstrichen, merkt man das ja natürlich früher oder später, ne? Dass einfach auch andere Frauen im Spiel sind, wenn er dann von anderen Frauen angerufen wird oder man ist dann mit ihm unterwegs und die grüßt ihn und die grüßt ihn und das ist ja sicher nicht schlimm, ne? Aber es ist halt schon irgendwo dann auch berechtigt, ne? Weil das sind ja dann nicht nur irgendwelche Freundinnen, sondern das sind dann auch einfach auch Frauen, mit denen er dann halt einfach auch mehr hat, ne? Und die er letztendlich auch missbraucht und ja, es ist einfach ein perfides Spiel, was er da spielt und er ist ja da auch ziemlich skrupellos unterwegs. Deswegen, ja, früher oder später fliegt das natürlich auch alles auf und ja, so ist man einfach mit ihm unterwegs und hat ständig dieses ungute Gefühl, ne? Und ist einfach auch viel eifersüchtig, was man vielleicht so von sich eigentlich gar nicht kennt, ne? Aber er gibt einem ja auch immer wieder einen Grund, eifersüchtig zu sein. Also es ist ja, wie gesagt, es ist auch berechtigt. Hört da einfach auch auf euer Gefühl. Und ja, wie gesagt, in früher oder später fliegt das ja sowieso alles auf. Und die Wahrheit kommt immer raus. Dann sehen ihn dann vielleicht Freunde mit einer anderen oder Familie oder was auch immer, ne? Oder er verplappert sich oder er hat dann ständig irgendwelche Nachrichten auf dem Handy oder er ist nur am Handy oder ja, was weiß ich, was alles. Ja, und es ist einfach auch wichtig zu verstehen, warum das alles so passiert, ne? So, also es ist ja auch wirklich so, dass die Narzissten ja panisch werden, wenn die auch eine Energiequelle verlieren, ne? Oder insgesamt, wenn sie nicht an ihren Stoff kommen. Bei den Narzissten, ja, da sind ja auch immer viele Drogen im Spiel und ihr seid letztendlich auch eine Droge für ihn, ne? So, also ihr funktioniert ja für ihn. Ihr seid ja ständig da, um ihn quasi aufzuheitern oder damit er einfach auch eine gewisse innere Leere füllen kann oder seinen Schmerz betäuben kann. Und ja, ihr seid einfach so ein Dauertherapeut auch für den Narzissten, was auf Dauer auch sehr, sehr unerfüllend ist, weil man sich dann halt irgendwann auch fragt, ja, wo bleib ich denn eigentlich in dieser Partnerschaft? Also man geht da einfach voll unter und das Krasse ist einfach nur, man gibt so viel und er wertet einen dabei auch noch super krass ab und ne? Also zerstört ja auch wirklich dann auch das Selbstbewusstsein von einem, was natürlich alles auch gar kein Spaß ist. Und ja, deswegen gewöhnt euch bitte nicht an sowas oder sagt euch nicht solche Sachen wie, ach ja, er braucht nur ein bisschen Zeit und er wird sich schon ändern und bla bla bla, aber er wird sich halt eben nicht ändern, weil Narzissmus einfach auch ja, eine tiefgreifende Störung ist und die ist einfach auch nicht von heute auf morgen zu beheben. Und deswegen vergeudet da nicht eure Zeit. Und guckt, dass ihr da schön die Fliege macht. Also ich meine, man kann von ihnen halt schon sehr, sehr viel lernen auch, ne, was das Thema Narzissmus angeht, aber ein einfach zu naher Kontakt ist einfach zu toxisch. Es ist einfach wirklich Gift für einen. Und deswegen, ja, ignoriert diese Zeichen einfach nicht, ne? Spielt das nicht runter und ich weiß, es ist nicht so einfach, weil man einfach auch in diesem Gaslight drin steckt, ne? Also verdreht einem ja wirklich so diese Wahrnehmung. Man fängt dann einfach viel auch, ja, auch an zu verharmlosen und ihn auch dann viel in Schutz zu nehmen. Und auch viel zu bemitleiden. Und letztendlich ist er ja auch ein armer Tropf, ne? Es ist ja auch schlimm.
unter dieser Persönlichkeitsstörung zu leiden, weil die das quasi wie nicht mit Absicht machen, ne? Weil sie sind einfach ewige Junkies. Und sorry, ich denke mal, es ist viel, viel angenehmer, eine gesunde Beziehung zu führen, eine gesunde Partnerschaft, die auf Geben und Nehmen basiert und nicht auf ständigem Nehmen, ne? Ist ja dann irgendwann klar, dass man einfach auch erschöpft dabei ist, dass man dann auch irgendwann auch erschöpft ist, dass man auch ausgelaugt ist und dass es einfach auch einem super viel Lebensfreude einfach auch zieht, ne? Und ja, also denkt bitte dran. Ihr seid mit dem Narzissten nie alleine. Der hat immer irgendwelche anderen Frauen noch am Start. Und wenn ihr dann mal für ihn nicht funktioniert oder weg seid oder die Schnauze voll habt, dann weiß er schon, an wen er sich da wenden kann. Ne? Also kaum seid ihr dann aus der Tür, wird er wahrscheinlich schon die nächste kontaktieren. Und immer wenn dann, ne, also bei narzisstischen Beziehungen, das ist ja immer so ein On-Off-Ding. Und immer wenn es gerade aus ist, dann ist er bei einer anderen meistens. Ne? Und wenn ihr dann wieder mit ihm zusammenkommt, weil er dann der Meinung ist, er muss sich wieder hoovern oder so, dann werdet ihr auch ganz sicher damit konfrontiert, ne? Weil irgendwas kommt dann immer raus. Und das ist natürlich auch, ja, sehr schmerzhaft, ne? Also sich damit dann auch immer auseinanderzusetzen. Also weiß ich nicht, es gibt schon Frauen, die halten das dann auch aus, aber die müssen dann einfach mit der Zeit auch ganz, ganz krass abstumpfen, ne, um das überhaupt zu ertragen. Weil das ist einfach, das ist emotionaler, seelischer Schmerz. Das würde ich einfach auch nicht unterschätzen, ne? Und ich stand auch mal mit einem in Kontakt, aber den habe ich ziemlich schnell entlarvt. Der hatte auch so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und habe ihn dann auch abgeschossen und bin dann auch in No Contact gegangen. Und der ist hier durchgedreht, ne? Also ist dann auch hier aufgetaucht und dann auch auf meiner Arbeitsstelle, hat dann auch extra noch ein Mädel instrumentalisiert, ne? Ist dann einfach mit ihr aufgetaucht, um mir zu zeigen, ja, hier, pass mal auf, du bist austauschbar. Also ziemlich armselig letztendlich, ne? Ja, aber sowas haben die dann einfach drauf, weil die dann einfach auch so gekränkt sind in ihrem Ego. Und die haben ja auch ein sehr, sehr starkes Ego, ne? Sie haben ja kein Selbst und also einen ziemlich geringen Selbstwert. Und dadurch sehr, sehr stark mit dem Ego identifiziert. Also ist halt irgendwo auch ihr Schutzmechanismus. Und das darf man einfach auch nicht kränken, sonst werden die wirklich böse. Und dann kommt auch diese narzisstische Wut zum Vorschein. Und deswegen, ja, seid euch einfach dessen bewusst. Es macht einfach keinen Spaß, die ganze Zeit eifersüchtig zu sein oder die ganze Zeit irgendwo zu sein mit diesem unguten Gefühl. Ja, mit der könnte er was gehabt haben und mit der. Und ja, meistens ist es dann halt auch so. Und es ist einfach auch ein ziemlich unfaires Spiel, was sie spielen. Und einfach überhaupt nicht auf Augenhöhe, was da stattfindet, und überhaupt hat es einfach auch nichts mit dem Erwachsensein zu tun, sondern es ist einfach nur letztendlich krank. Es ist einfach nur krank. Und ja, und ein Ex-Freund von mir, der hat ständig solche Sachen abgezogen, also wirklich ständig, und der hat also bis zum Schluss hat er dann wirklich immer alles versucht zu vertuschen, obwohl die Karten schon offen auf dem Tisch lagen. Nee, der hat dann trotzdem wirklich bis zum Schluss, ne, irgendwelche Ausreden erfunden. Und es sind einfach auch wirklich pathologische Lügner. Also die können es auch mit dem Lügen nicht sein lassen. Es ist der absolute Hammer. Also ich hatte wirklich dann auch teilweise Fotos, ne, von ihm und von anderen Frauen. Und oje, oje, oje. Und dann kam aber auch oft auch noch, wenn ich ihn dann also so richtig krass ertappt hatte, kam auch oft diese Schuldumkehr, ne? So, ja, das musste ich ja machen, weil du, ne, du hast ja wieder einen Streit angezettelt und du warst nicht da und du weißt doch, ich kann nicht alleine sein und ich musste das tun. Und man fängt dann auch tatsächlich an, diesen Shit zu glauben. Man denkt dann auch wirklich, oh Gott, ja, ne, so, warum bin ich nur gegangen? Also, nee, ne, also die, ja, die kennen da nichts, ne? Und die werden sich da auch nicht ändern. Und deswegen überlegt euch das gut, ob ihr wirklich mit einem Narzissten zusammen sein wollt, der das einfach überhaupt nicht heiligt und ehrt und wertschätzt, dass er euch als Freundin hat, sondern wirklich von der einen zur anderen hüpft
und sie missbraucht, ja, wie gesagt, weil er einfach auch nicht anders kann. Und es ist ja auch schon schlimm genug. Aber ich finde, man muss sich das einfach nicht reinziehen und deswegen seid euch dessen bewusst.